herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Heute zeige ich euch, wie ich von solchen normalen Plastiktüten zu so einem Bild komme. Wie immer beginnt natürlich alles mit einer Idee und einem Entwurf. Dieser Entwurf darf wie hier nicht zu kleinteilig sein, weil das mit den Plastiktüten ein bisschen grober wird. Dieser Entwurf wird dann wie immer in Schwarz-Weiß übersetzt, in die Originalgröße vergrößert und mit den Arbeitsfarben ausgemalt. Bei den Farben mit den Plastiktüten muss ich relativ flexibel sein. Ich finde natürlich nicht ganz genau diese Farbe, die ich hier will. Das ist das hellere Rot dann, das ist dann das dunklere Rot. Für das Schwarz habe ich das hier, für das Blau so eins. Wie gesagt, man muss da ziemlich flexibel sein und darf sich nicht da so drauf festlegen auf ganz genau diese Farbe, sondern muss einfach gucken, dass die Farben gut zusammenpassen. Und dann muss ich aus diesen Plastiktüten natürlich ein Garn machen. Es beginnt damit, dass ich diese Plastiktüte erstmal gerade auseinander falte und dann der Längsseite nach wie eine Ziehharmonika flach zusammenfalte. Da die Tüte an der unteren Seite geschlossen ist, schneide ich dieses Stück erstmal einfach ab. Je besser ich das schaffe, das zusammenzufalten und dann gerade zu behalten, desto einfacher wird das für mich. Ich schneide möglichst gleich breite Streifen. Von der Tüte ab. Was schwierig ist, ein bisschen, man muss es gut festhalten, dass es nicht verrutscht. Das rutscht gerne ineinander und dann hat man die Streifenbreite unterschiedlich. Was man dann hat, sind erstmal solche Streifen, aber das sind eben keine Streifen, sondern es sind Kreise. Das ist der Anfang davon. Und wie man ein Garn macht, ist, man nimmt zwei von diesen Kreisen und legt die folgendermaßen zusammen. Man nimmt den einen Streifen, so, ich muss mal gucken, dass ihr das gut sehen könnt, und ich ziehe das andere hier durch. Und dann nehme ich diese lange Seite durch diese kurze hindurch, dass ich hier das einfach so zusammenziehen kann. Ich zeige es euch nochmal. Ich nehme mir halt so einen Kreis, gucke, dass das wirklich hier auch das Ende ist, dass das gleich lang ist. Nimm das, ziehe das hier durch, bis ich hier eine Schlaufe habe und ziehe dieses lange Teil durch diese kurze Schlaufe durch. Halte das fest, damit das nicht verrutscht, und ziehe das an. Dann habe ich hier einen kleinen Knoten und so kann ich das Garn immer weiter verlängern. Was ich dann habe, ist leider ganz normal. Ich habe diese kleinen Enden überall. Hier, da wo die Tüte zusammengebunden ist oder zusammengeklebt ist. Aber das ist dann das Charakteristische von diesem Garn. Und mit dem kann man dann weben. Ich zeige es euch hier nochmal an einer so einer ganz dünnen Tüte. Mit denen geht es ein bisschen einfacher, weil die leichter zusammenzufalten sind. Die kann man
man ziemlich klein zusammenfalten, dann lässt sich das leichter schneiden. Dann nehme ich erstmal das Ende hier weg und schneide mir dann Streifen, die möglichst gleich breit sind. Dabei müsst ihr darauf achten, wenn ich eine dünnere Tüte habe, darf ich den Streifen ein bisschen breiter machen. Wenn ich eine dickere Tüte habe, möglichst schmal, damit das nicht so unterschiedlich dick wird nachher. Also ich habe hier so einen Kreis dann dadurch. Nehme einen zweiten Kreis. Lege das unter dem einen durch, ziehe die lange Schlaufe durch die kurze und ziehe das hier zusammen. Dann muss ich darauf achten, dass ich wirklich für das nächste hier dieses Ende nehme. Lege das hier durch, ziehe das lange Ende durch dieses kurze und ziehe wieder an. So kann ich mein Garn machen, dass so lange sein kann, wie ich Tüten zur Verfügung habe. Dieses Garn kann man dann im Grunde so verwenden wie alle anderen dickeren Garne auch. Man kann zum Beispiel so eine Teppichnadel benutzen, ein Teppichschiffchen und kann das einfach hier so draufwickeln und dann damit weben. Interessant an diesem Garn finde ich, dass es ziemlich glänzt. Das ist ganz anders als zum Beispiel ein Wollgarn, das ja immer sehr matt ist. Dieses Garn hat seine interessanten Seiten, es hat seine Grenzen. Probiert es doch einfach mal aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit sind. Tschüss!